Ja, da bin ich wieder. Ich habe gerade eben nochmal versucht zu rasten. Und witzigerweise hat mich diesmal der blöde Tasselhoff nicht unterbrochen. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass Methani jetzt schon weg wäre, aber offensichtlich. Vielleicht kann man auch einfach in diesem Raum rasten, ich weiß es nicht. Something very heavy blocks this door. You will need to find another way. Ah, so, okay. Ja. Ja, wir kriegen keinen Schaden, wissen wir schon. Nee. Okay, dann müssen wir uns jetzt wohl mal vorbereiten. Hilft wohl nichts. Hilft wohl nichts, hilft wohl nichts, hilft wohl nichts. So und so. 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 Ja, ich glaube, das war's, oder? Yes. So, willkommen beim Oberboss. Methani is here talking with his lieutenants. He turns to you and snarls, "You have reached the heart of my domain. Very good. I was hoping to thank you for luring the good army here for me." He points behind him. Pinned to the wall is Maya in human form. She only has enough strength to lift her head and look hopefully at you. Ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Methani continues. She flew in after me, foolish creature. Now she can watch as her last hope dies with you. I'm done fencing with you through my minions. Now you face the master. Prepare for your doom. Aber du bist da auch nur ein Aurak. Aber ich gebe zu, du hast ein anderes Bildchen gekriegt. Okay, du bist böse. Und der Oberbösewicht hier. Okay. Ja, das ist reichlich. So. Ey! Untersteh dich vorher dran zu kommen, das ist nicht der Plan. Treffe ich eh nicht. Na, egal. Okay, die werden wir los. Okay. Ach so, haben wir noch eine Attacke, ne? Schönes neues magisches Equipment ausprobieren. Du verziehst dich mal.
Du hast noch Dingens. Mirror Image an, das müsste gehen jetzt. Auf Maus legen, das war nicht nett. 13, das ist ein Endkampf, Freunde. 1300 Erfahrungspunkte, ne? Mehr ist es nicht. Okay. Ein Ring. Naja, warum nicht? Mitanni whispers with his last breath, the messengers will still fly. I have lost, but so is your army. Das jetzt hättest du mir mal in dem Kampf helfen können, wa? Feiger Hund. I hear dragon wings in the next room. We must hurry to stop them. He reaches into his bag and pulls out some potions. These looked like they might fall off a shelf, haha. So I took them for safekeeping. He hands them to you and you drink them. You'll feel healed, yeah. Okay. The roof has been opened to the sky. The sky's clear and the three dragons prepare to take flight. If you fail to stop them, then the good armies will be destroyed. Warum eigentlich genau? Also können die bösen Armeen können ohne die Message nicht angreifen, oder was? Die haben, wenn die Message nicht kommt, machen sie nichts. Oder was? Da gibt's keinen Plan B. Und überhaupt, wieso? Die Armeen, die untoten Armeen sind doch dann immer noch da. Ich verstehe das alles nicht. Aber ist egal, wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Wahrscheinlich, das ist schon so. Gut, und das sind drei große rote Drachen. Das ist ein Problem. Jetzt haben wir ein richtiges Problem, weil ich jetzt auch den falschen Tod geschlagen habe, ich Idiot. Wollte nämlich eigentlich den so totschlagen, dass ich dann, Moment, noch ein Dingenskirchen Stinking Cloud da hätte hinsetzen können. Na gut, hilft nichts. Okay. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Na gut, ging ja. Ging ja, ging ja. Haben wir freundlicherweise die ersten anderthalb Runden nichts gemacht. Mal habe ich aber schon schwierigere Endkämpfe gesehen. Und endlich gibt es mal in einem SSI-Computerspiel für Drachen die Erfahrungspunkte, die es geben müsste. Ich meine, in Pools of Darkness hätten wir bei Drachenkämpfen für 6200 Punkte 20 Drachen totschlagen müssen. So, was gibt's hier? Jewelry, okay. Money. So. Ruby, super. Victory, you have saved the good armies. Ja, das ist ein einfacher Aussagesatz und damit war's das. Herzlichen Glückwunsch, wir haben Champions of Kyn durchgespielt. The Solemnic Knights arrive on Dragonback. They land and bow before you. You have prevented the destruction of our armies because we are so stupid. Your valiant fighting and great wisdom are inspiration to us all because we have no wisdom and no inspiration. With the threat of evil abated in these lands, the evil armies are still there, but we don't care now. You can pass your responsibilities on to others. In a nutshell, we want your items. You may take a well-deserved rest. You have given us the tools needed for the fight elsewhere. Ja, die geben wir jetzt nämlich tatsächlich ab. Das ist wirklich, das ist das. Also, da haben sie sich selbst mit übertroffen. Du gibst jetzt deine ganzen schönen erbeuteten, oder die guten erbeuteten magischen Gegenstände, schenkst du denen, Spieler. Ist das nicht schön? Freust du dich nicht darüber? Ich habe mich so. Also als ich das erste Mal gespielt habe, ich dachte echt, ich hätte fast in den Monitor geschlagen. Also ich habe mich wirklich geärgert. Weil es reine Schikane, damit man sie im nächsten Spiel nicht hat. Ich meine, bei der Dragonlance sehe ich es ja noch ein. Sozusagen, lass uns sie wieder ins Museum packen oder so. Aber halt auch die anderen besseren Gegenstände. Also, es ist Frechheit. Egal.
You give your major items to the knights to aid them in other battles, weil die als verdammte Superritter mit ihrem Superorden und Knight of the Rose, Knight of the Crown, Knight of the Sword haben die natürlich keinerlei Ausrüstung, die armen Säcke. Ah, oh, das ist jetzt jedes Mal reg ich mich drüber auf. Thank you again for your dedication and for your items. To duty, you must accept these medallions. They are much cheaper than all those magic items. You are now members of the Special Solemnic Order of the Champions of Kryn. We just invented it. You will be honored in song and legend forever. Toll. Maya is helped forward. She smiles. I wanted to thank you personally for your heroism. Mein Gott. You have honored the memory of Sir Karl. You are truly heroes. Ja, ihr hättet Sir Karl auch einfach wiederbeleben können. Ne? Ich meine, ein Elf war er nicht, sonst hätte er kein Ritter sein können. Man hätte ihn auch einfach resurrecten können. Aber, ja, Ritter, also, dass er ohne uns keinen Krieg gewinnt, das so langsam verstehe ich das. In the distance beyond the cheering crowd is a single glowing figure. A whisper comes on the wind. I am impressed, but do not think that this will help against me. Lord Soth turns and leaves. The knights fly you back to the outpost. Und wieder den ober-super-mega-gefürchteten Super-Death-Knight, der für alle gut sichtbar auf dem Bergrücken da wartet. Ja, den hat wieder keiner der Ritter gesehen. Aber wir machen ja jetzt auch Party. Also es ist wirklich ein etwas enttäuschendes Ende. Das war's jetzt faktisch. Also wir können jetzt noch hier schön zum Outpost gehen, dann können wir uns feiern lassen. Brian the Fist gibt sein ganzes Geld ab, nachdem er schon alle seine Items abgegeben hat. Everyone at the Outpost gathers together and gives you three cheers. Ja, ich meine, die sind ja jetzt auch alle reich. Die müssen ja nur die magischen Sachen verkloppen. The bar is thrown open and the party begins. Ja, wir haben sie bezahlt. Where do you wish to go? Ja, jetzt gehen wir nochmal zum Kommandanten. A proclamation is on the door. The good armies have been triumphant because of the acts of some great heroes. They will be remembered forever. Wäre es wirklich zu viel verlangt geschrieben, gewesen, da auch unsere Namen hinzuschreiben? Ich meine, Spiel, du machst es einem echt nicht leicht, dich zu mögen hier am Ende. Ja, aber das war soweit. Ich werde jetzt schön abspeichern als J. Und ja, damit haben wir Champions of Kryn durchgespielt. Man könnte jetzt noch die ganzen Sachen identifizieren und diesen ganzen Kram machen. Das werde ich aber dann tun, bevor ich die Charaktere in Death Knights importiere. Ja. Das war das Let's Play zu Champions of Kryn. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht zuzusehen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, es zu spielen, auch wenn ich mich zwischendurch immer mal wieder über das Danebenschlagen meiner Charaktere geärgert habe und es auch so die ein oder andere Schwachstelle in der Story gibt. Aber naja, sind wir mal ein bisschen nachsichtiger. Es ist ein sehr unterhaltsames Spiel und diese Draconier machen die ganze Sache auch, finde ich, interessant, weil es mal auch mal was anderes ist. Um die Mondphasen habe ich mich zugegebenermaßen nicht wirklich gekümmert. Das hätte man noch besser ausnutzen können. Aber, naja, alles in allem ein sehr unterhaltsames Spiel. Und, ja, dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Let's Play. Bis dahin. Tschüss.